Moin, moin. Es wurde jetzt ein Pfand gesammelt. Die erste Flasche wird besorgt. Jetzt seid ihr normalerweise Pfeffi von mir gewöhnt, aber beim Pfandsammeln wird halt Bier getrunken. Zumal, dass er an der Fanpost war und das muss ich auch vernichten. Also ja, es ist manchmal so ein Dilemma. Ne? So, also dort sind ja die Filmnächte und da sitzen haufenweise Leute und gucken sich auf dieser riesigen Leinwand irgendeinen Film an. Ja, und ich habe ja natürlich die ganzen Räder mal durchgeschaut nach Pfand und bin jetzt tatsächlich so ein mieser Bastard und nehme jetzt hier einfach frecherweise diese Pfandflasche heraus und nenne sie ab nun mein Eigentum. Und das finde ich richtig, richtig geil. Wieder nur Wein und was haben wir hier? Quietsch vergnügt. Junge, was zur Hölle von Sachsenobst, Alter. Das ist ja geisteskrank. So, was haben wir hier? Ja, nee, die hat hier keinen Pfand. Na ja, gut, okay. Ein Freddy Fresh Karton. Heiliger Bimbam. Naja, aber bei dieser Skyline macht das einfach nur richtig Bock. Naja. Naja, also mein obdachloser Mitbewohner, der hat halt 2 Tage frei und haben uns halt schon so gefragt, na, was machen wir denn in unserer Freizeit? Irgendwas Vernünftiges. Und da sind wir einfach auf die Idee gekommen, Pfand zu sammeln, weil der ist ja auch so ziemlich neu in Dresden. Und ja, der will ja ein bisschen die Kultur kennenlernen und Pfand sammeln gehört ja auf jeden Fall, also zu meiner Kultur zumindest. Ne? Ja, hier haben wir natürlich auch die Pfandidos. Also die Konkurrenz, die sind ja auch fleißig unterwegs, aber naja, dafür gibt es dann eben Bandenkriege und da wird das von Pfandsammler zu Pfandsammler geklärt. Ja, ich bin ja gerade im Biergarten spazieren, nirgendwo ist hier Pfand. Es ist wirklich ein sogenanntes Trauerspiel. Ja, verfickte Scheiße, hier sitzen ganzen Trunkenbolde und geben mir ganzes Geld für das Bier aus, das macht mich sauer. Alter Junge. Und ein weiteres Erfolgserlebnis, das macht mich doch einfach nur geil. Junge, Junge, Junge. Alter. Und hier wieder eine wunderschöne Kulisse mit Schlagermusik im Hintergrund. Ey, das, also es macht halt wirklich Spaß, ne? Also jetzt mal real. Real Rap, Real Pfand Rap. Es macht wirklich Spaß, momentan Pfand zu sammeln. Dann ist es halt auch noch so schön warm. Ich bin gerade im T-Shirt unterwegs. Ja, was gibt's denn Geileres? Junge, Junge, Junge. Ach, was haben wir? Das geht ja noch. Ach, das ist so ein Untergrundlevel dort unten. Ist das krank? Na, da komme ich leider. Ich bräuchte so einen übelst langen Greifarm, ey. Dann könnte ich mir die auch noch angeln. Verfickt nochmal. So, Merspi. Der Schatz wird immer größer, Alter. Geil, geil. Perfekt. So, was haben wir denn hier drin? Ach ja, na, das habe ich damals auch immer gemacht. Immer die Scheiße hier von den Flaschen abgepurbelt. Naja, ich weiß, ich war halt immer nervös und introvertiert. Und da hat es mich halt immer beruhigt, wenn ich da an diesen Flaschen die Scheiße abgemacht habe. Perfekt. Ein leeres Weißbier-Zitrone.
Hier noch mehr drin. Oh, 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 Junge, Alter. Perfekt, perfekt. So. Okay, ja, ich muss dann gucken, wo ich den Pfand abgeben kann. Also es ist jetzt abends um 11. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht einen Späti finden oder eine Tankstelle. Aber in der Tankstelle, da haben die mal ein bisschen rumgemuckt. Mitten in der Verschmutzung tummelt sich ein wunderschöner Schatz für mich. Alter, Junge, ist das ekelhaft. Geil. Ich krieg schon wieder einen harten Penis. Oh, Junge. Ja, der Penis ist auf jeden Fall hart. So. Oh, wow, wow. Ja, also wenn man Pfand sammeln geht, muss man sich halt auf sowas gefasst machen, ne? Junge, das ganze Radler. Junge, ist das krank, ich glaub. Ja, hier kann ich auf jeden Fall erstmal ausspülen. Genau, weil die müssen, die laufen nicht langsam alle hier über den Handschuh. Der obdachlose Mitbewohner hält hier immer Wache. Da müsste hier keine Pfandidos kommen und mir den Pfand wegklauen. Das ist ein absoluter Ehrenmann, verdammt nochmal. Die drei Flaschen haben gerade diese Damen dort. Ja, egal, ich will jetzt gar nicht eigentlich so filmen. Haben jetzt hier die Flaschen hingestellt und ich bin wie ein Wahnsinniger umgekehrt, weil mich mein obdachloser Mitbewohner darauf hingewiesen hat. Und ein weiterer Schatz. Oh ja. Alter, Alter, Alter. Ah, wieder Ameisen. Diesmal habe ich leider keinen Brunnen, an dem ich die Ameisen schamlos ersäufen könnte. Naja, jetzt müssen die rumkrabbeln bis auf meinen Handschuh. Alter, hätte ich diesen Handschuh nicht mit, ne? So, die nehme ich mir auch noch mit. Ah, geil, vielen Darm. Also, Junge, Junge. Jetzt ist dieser Korb ja wirklich schon fast, Alter, der ist ja wirklich schon voll. Scheiße. Auf zum Glockenspiel. Okay. So, ich bin jetzt hier am Glockenspiel. Oh, Junge, Alter. Ja, das ist natürlich. Naja. Okay, gut. Das lasse ich mal unkommentiert. Alter, das Glockenspiel, aufs Glockenspiel ist echt Verlass, was Pfand angeht. Aufs Glockenspiel ist echt Verlass. Junge, Junge, Junge. Alter. So, die habe ich zum Fahrrad geschafft. Schön, kann ich mir ein paar Flaschen nehmen? Klar. Okay. Die hier. Oh ja. Ja, ja. Um Gottes Willen, ich komme gleich wieder. Gehen wir mal. Oh ja, ja, ja. So. Ja. Super, danke dir. Ja, vielen Dank. Nee, danke dir. Guten Fick. Oh Mann, der saß dort. Mit vier Weibern am Glockenspiel, Alter. Der hat einen schönen Abend, muss ich sagen. Okay, gut. Also ich denke mal, der Zenit ist hier erstmal erreicht. Wir werden auf jeden Fall jetzt einen Späti besuchen müssen. Wir haben es aber schon nach um 12. Ich bin zugemulmt. Gibst du mir die Hand? Ja, ich gebe dir die Hand. Ehrenwerter Bruder. Ein Fan hat mich erkannt. Ja, wir sind ja, also wir sind, ich wollte gerade hier losfahren. Willst du einfach die Dinger? Alles hier rein, alles hier rein. So eine Scheiße. Ach, verdammt nochmal. Junge, Junge, ist ja. Alter, ihr seid wirklich wunderbare Menschen. Geil. Geil. Aber oder? Geil. Dann lässt man einmal die Menschen für sich arbeiten. Ja, das ist eigentlich. Ich bin wirklich glücklich. Ja. Die Scherben. Die Scherben werden selbstverständlich weggeräumt. Ah ja. Selbst. Das ahne ich nicht. Das doch. Sehe ich jetzt doch, auch nicht kommen. Doch, ich räume die auf. Aha. So. Philipp, dein Bruder kommt gut ins Hotel. Danke, danke, danke. Ich auch. Oh, Alter. Der Pfandfuß. Das macht mich wirklich geil. Wir können ja viel. Ich denke, die passen rein. Ja? Ja, die passen rein. Okay. Mm. Oh, sehr schön. Ja, das wird schon. Ja? Wird schon, ja, ja, ja. Immer rein damit. Ich kann dir auch helfen, aufs Fahrrad zu stellen. Oh. Ja, ich denke, das schaffe ich alleine. Ja? Ja, ja, das muss ich alleine schaffen. Dann mal vielleicht die oberen. Oh, ja, ja. Na, ja. Oder kannst du mir doch helfen? Ja. Ja, warte, warte, ich tue ja. Oh. Ich brauche Material. Genau. So. Ja, perfekt. Warte mal. Perfekt, warte. Ich muss aber echt langsam fahren, ne? Ja, ja, fahr ich. Danke dir. Also der Abend endete so, dass ich den Pfandschatz tatsächlich ins Hotel gebracht habe.
Ich musste mich stark konzentrieren und sehr vorsichtig fahren. Das war wirklich ein Akt. Naja, jetzt bringe ich den rationsweise in den Pfandautomat. Das ist anders gesammelter Pfand, also an anderen Tagen. Den zähle ich jetzt nicht dazu, weil es soll jetzt wirklich bloß um den gestrigen Erlös gehen. Ja, ich werde jetzt die erste Ration mit dem Trainingsbesuch verbinden. Deswegen trinke ich jetzt meinen Pre-Workout-Shake. Die erste Ration bringt 1,55 Euro. So. Gut, fertig mit Training. Hier habe ich noch ein paar Wichsflecken am T-Shirt. Aber der Schänder, der geht wegen Gewicht ins Fitnessstudio und nie für irgendwelchen Fitnesslampen zu protzen. So. Natürlich im feinsten Masthof Elbauer-Shirt, was sich mittlerweile ziemlich abgenutzt hat, aber selbst das ist mir sowas von scheißegal. Na komm, die Leute wollen aber sehen. Ja, ganz genau, das wollen die Leute sehen. So, jetzt bin ich wieder zu Hause und bin weiter am Rationieren. Diesmal geht's aber in den Edeka, weil der näher dran ist und ich außerdem ganz vergessen habe, dass heute Cheat Day ist. So, wie es halt im Bodybuilding eigentlich so üblich ist. Na, man könnte sich ja mal ein Cheat Day. Bloß bei mir sieht der Cheat Day ein bisschen anders aus, denn ich cheate richtig. So. Immer wieder krass. Ich wollte gerade die zweite Flasche hinterkippen, aber ich habe mir überlegt, man kann es auch einfach mal mit Müsli vermischen. So, und, oh, hier, wie schön das aussieht. Hey, Junge! Ja, ja, okay, dann noch einen zweiten. So. Und ja, ich könnte natürlich jetzt einen Löffel benutzen, aber es wird einfach ausgetrunken. Okay, das ist zu heftig. Weil nach dem Training sollte man ja Fruchtzucker zu sich nehmen. Okay. Alter! Okay, gut. Ich habe gerade eine Grenze erreicht. Alter, ich mache immer so lange, bis ich Grenzen erreiche und diesmal ist es erreicht. Junge, das ist zu krank. Alter, das sieht eigentlich ganz lecker aus, aber... Ah. Ja, Alter, das ist so eklig. Ah. Das werde ich dann... Ach. Das serviere ich dann einfach den Rentnern, die gezwungen werden, die freiwillig bei mir sauber machen. Fuck! Krank, Alter. Oh mein. Ich brauche eine Pause, mir ist schon schlecht. Oder? Junge. Oh, nee, mir ist wirklich schlecht. Oh fuck, ich brauche kurze Pause. Was? Oh Junge. So. 1,61. Jawohl. Yeah. So, und wieder zu Hause. Die Pause ist vorbei. Also die letzte Ration Pfandabgabe steht uns bevor. Ich nehme im Anschluss direkt eine Folge eBay auf.
Ja, also was schon mal von dem Geld hole, sind auf jeden Fall Bratkartoffeln und Eier. Und das reicht dann erstmal für das Wochenende. Also, ist egal. Am geilsten ist es, wenn alles egal ist. So, Alter, die habe ich auf dem Weg vom Edeka bis zu mir gefunden. Das ist jetzt das restliche Pfandgut. Nennt mich einfach den Pfand Rico. Oder Pfand Enrico. Nennt mich wie ihr wollt. Oh, Junge. Sonntag, 30 Grad. Macht auf jeden Fall was Anständiges. Zum Beispiel fahrt an dem See und scheißt den einfach zu. Also esst irgendwas, was euch unfassbare Blähungen bereitet oder abführend wirkt. Und dann scheißt ihr einfach in den See rein. Aber da, wo halt wirklich, keine Ahnung, wo halt wirklich viele Rentner sind, denn wir müssen dann der Rentner zeigen, dass wir die heutige Scheißkultur sind. Na, wir sind eine richtige Dreckskultur, eine richtige Scheißkultur. Keine Kultur, eine Generation, eine Scheißgeneration, genau. Eine Generation, die nur reinscheißt. Deswegen fahrt an den See und guckt, dass dort viele Rentner sind, die euch beobachten. Und dann scheißt ihr ins Wasser. Und dann werden die Rentner begreifen, in was für einer Generation wir uns gerade befinden. So. So, 1,81. Genau. Perfekt. So, das macht dann zusammen 3 Euro 36, genau. Und 3,29 kosten die Bio-Eier. Das sind Eier, die von biologisch gequälten Hühnern gelegt wurden. Alter, hier ist noch die Feder dran. Die werde ich auf jeden Fall, Alter, die gönne ich mir.